Jetzt habe ich hier diesen V-Ausschnitt gewählt. Und beim Styling ist es ganz wichtig, dass man weiß, je dunkler die Oberteilfarbe im Kontrast zur Hautfarbe ist, desto wichtiger ist, welchen Ausschnitt wir für uns wählen. Christina hat ein ovales Gesicht, darum ist der V-Ausschnitt für sie gut. Jetzt gehe ich in die längere Version vom V-Ausschnitt. Christina kann das so lange tragen, wie sie angenehm ist. Und dann, ganz wichtig in dem Fall, weil sie jetzt hier sehr viel zeigt, kann man auch gut mit einer Kette reingehen. Und zwar in dem Fall auch wirklich mit einem mit einem runden Anhänger. Ich mache die jetzt mal zuerst ganz nah am Hals. Was nicht, wie ihr hier seht, ist es keine gute Wahl, weil der Anhänger und die Kette so nah am Hals sind, dass das alles zu rund wird, das Ganze. Wenn ich jetzt die Kette ein bisschen länger lasse, fällt die Kette wieder in ein V, was wieder sehr gut ist, weil es streckt und wieder die Wangenknochen von der Christina schön herauskommen und die Kombination mit dem V von der Kette, dem Hundenanhänger und dem V-Ausschnitt ist optimal.